So ist denn der Bauernhof. Das da drüben, der sieht ja ganz wundervoll aus, ganz famos. YouTuber, das sieht ja schön aus hier. Gibt's jemanden mit Namen? Ich will wissen, was hier los ist. Ja, mach mal einen Spruch kaputt. Ist alles kaputt hier, ne? Pass auf, wo du hier hintrittst, sonst verwisst du alle Spuren. Was ist hier passiert? Das wüsste ich auch gerne. Bis vor einigen Tagen war dieser Bauernhof noch intakt. Hier lebten etwa 4 Bauern. Jetzt sind alle weg. Der Bauernhof ist völlig verwüstet. Wer kann das getan haben? Wenn ich das wüsste, dann wäre ich auch schlauer. Drüben im Westen gibt es eine Höhle. Dort habe ich einige Viecher gesehen. Sie sahen sehr gefährlich aus. Möglicherweise haben sie dies hier angerichtet. Halte ich für eher unwahrscheinlich, wenn die Hütte so extrem zerlegt ist. Dann wird es wohl eher das Werk von Rebellen oder sowas gewesen sein. Ich könnte mir die verdächtige Höhle mal ansehen. Mach das. Am besten tötest du gleich alles, was da herumkreucht. Aber lass dich nicht fressen. Guter Tipp, Mann. Guter Tipp. Torus will wissen, warum dieser Bauernhof sich nicht mehr gemeldet hat. Das glaube ich gerne. Tja, du siehst es ja selbst, dass hier keiner mehr ist. Okay, dann gehen wir mal die Höhle untersuchen und schauen mal, was wir da für den guten kaputt machen können. Was war es im Westen? Eine kleine Höhle, ne? Ja, das ist ja da drüben. Mach mal die Truhe weg hier, die braucht doch keiner. Ach da, okay. Ist ja gleich um die Ecke. Ja, jetzt lass es doch mal flüssig laufen, Mensch. Das geht doch hier nicht an. Okay. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob es besser wäre zu speichern. Eigentlich habe ich gerade keine Lust. Ha, ich speichere. Hihi, ja. Da ist Speichern vielleicht doch besser. Und falls es nichts wird, können wir dann immer noch hochrennen mit dem Tiger hinten dran, mit dem Säbelzahntiger. Und können uns den von den Orks verprügeln lassen. Nicht wahr, kleiner Sebi? Ja, miau. Ja. Sag mal, was ist denn heute los hier mit den Störungen? Das ist doch echt nicht normal. So, tut mir leid, Leute. Haben wir den? Ach, das sind ja noch... Ha. Ja, doch so wenige. Super. Tut mir leid, dass hier ständig irgendwas reinkommt. Das ist doch echt zum Kotzen. Und vor allen Dingen kriege ich keine SMS oder irgendwas. Das ist einfach so... Ja, kommt einfach. Wie viele sind das? 2. Okay. So, komm mal her, mein Freund. Ah! Was sind die denn jetzt? Yeah! Zieht aber nicht viel ab, muss ich sagen. Das ist nicht so nützlich. Ach kommt, ich probier's mal. Vielleicht klappt's ja. Sieht bislang gut aus. Ja, das könnte doch glatt was werden. Na, das ist doch schön. Ja, so gefällt mir das. Haben wir schon mal zumindest den Ruf von 20 in Tredes. Jetzt haben wir schon 2 todbringende Duelle hier hinter uns mit irgendwelchen wilden Drecksviechern und haben gerade mal einen Ruf von 20 hier. Das ist ja unglaublich. Aber hier ist auch nichts. Naja, zumindest haben wir die Höhle ausgeräumt. Gut, die Truhe können wir auch noch. Na toll. Warum habe ich mir das nur gedacht? Ja, aber das schwere Schlösser knacken will ich ja eigentlich gar nicht machen. Ja, mal gucken, wenn wir später vielleicht so extreme Punkte über haben, was ich eher für unwahrscheinlich halte. Dann können wir ja mal schauen, ob wir irgendwie nochmal ein bisschen in Diebeskunst hier investieren. Momentan habe ich es nicht vor. So wichtig sind die Truhen dann auch wirklich nicht. So, hoch. Hoch zum Burschen da, zum Orksel. Orksel Schulz. Wo bist du? Kaputt? Da ist er. In der Höhle im Westen gab es nur ein Rudel Säbelzahntiger. Die sind jetzt kaputt. Auf mich wirken sie ziemlich verstört. Ich glaube nicht, dass sie diesen Hof so zugerichtet haben. Verdammt. Und ich hatte gehofft, dass es nicht so kompliziert wird. Ja, das hättest du gern, ne? Ork halt. Kompliziert? Was meinst du? Oben in dem nördlichen Wald habe ich letzte Tage einige Waldläufer herumstreunern sehen. Würde mich nicht wundern, wenn die Mistkerle für die Verwüstung hier verantwortlich wären. Die Waldläufer also.
Du glaubst, Waldläufer sollen das hier getan haben? Unterschätze diese Kerle nicht. Sie sind ein kriegerisches Volk. Wenn sie in Scharen auftreten, können sie eine ernsthafte Bedrohung sein. Was soll ich tun? Waldläufer haben oft einen Druiden als Anführer. Finde heraus, ob der Druide den Befehl für diese Schweinerei hier gegeben hat. Und wenn ja, dann töte ihn. Okay, dann schauen wir mal. Ich habe jetzt bloß gerade nicht so aufgepasst, wo genau der Wald jetzt, die Waldläufer jetzt sind. Oben hat er gesagt, oder? Das wäre ja da. Da schauen wir mal. So, Nordwesten wird schon die richtige Richtung sein. Mal schauen, ob wir was finden. Oh, hallo Gobbos. Na, euch kriege ich wohl gerade noch so hin, hä? Ich meine, man soll nicht zu großkotzig sein. Auch Gobbos können einem wehtun, wie wir gerade gesehen haben. Aber so viel ziehen sie einem dann doch nicht ab. Hauptsächlich sind sie erstmal nervig, einfach nur. So. D'accord, d'accord. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin von der Richtung her. Ich hoffe es einfach mal. Ich könnte natürlich jetzt auch nochmal den Dialog nachblättern, aber es erscheint mir jetzt auch irgendwie logisch, dass das hier ist. Ein Snapper. Zwei Snapper. Hallo. Komm schon. Ja. Ach, ich... Das ist echt schrecklich mit der KI teilweise. Da braucht man schon Geduld. Drei Snapper, ha! Da braucht man schon teilweise Geduld mit der KI, weil die ständig zurückweichen, die Biester. Das ist ein bisschen nervig. So, vier Snapper. Wo kommen die jetzt alle her auf einmal? So, haben wir das. Weiter gucken. Okay, keine Snapper mehr. Sehr gut. Gehen wir mal den Berg hoch. Gehen wir mal den Berg hoch und schauen mal, ob da ein kleines Waldläuferlager ist. Der hat ja irgendwas von oben gesagt. Also wird das schon da sein. Hüpf. So. Waldläufer habe ich schon lange keine mehr getroffen. Die letzten wollten, dass ich irgendwelche seltenen Kräuter sammle, die ich immer noch nicht zusammen habe. Beziehungsweise Wurzeln. Die Steinwurzeln. Das war ja auch eine tolle Sache. Höhle ist schon mal gut. Höhle sieht nach Quest aus. Verlassene Höhle ist nicht so gut. Verlassene Höhle sieht nicht nach Quest aus. Aber wir gehen mal rein. Schauen wir mal. Jemand zu Hause? Aber, ach kommt, wir probieren uns mal. Speichern wir mal. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen gegen so einen Schattenläufer. Hallo. Ich bin zu Hause, Schatzi. Hast du was zu essen gemacht für mich? Was? Das, Das war jetzt enttäuschend. Leute, Schattenläufer. Die magische Bestie schlechthin. Das unbesiegbare Ungetüm aus den Schatten. Und das Biest ist, ja, es hat mir keinen einzigen Treffer verpasst. Das ist ja traurig. Ja, konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie so enttäuschend hier sind, die Schattenläufer. Oh. Ha. Bonjour. Bonjour, mein Freund. Mon ami. Ça va? Oh. Habe ich jetzt die Familie Golem hier gestört? Das tut mir leid. Oh. Scheiße. Gut, dann probieren wir es nochmal. Das war jetzt eigentlich irgendwie, also hätte klappen können, sagen wir es mal so. Deswegen mache ich das jetzt gleich nochmal. Schauen wir mal. Wird schon irgendwie klappen. Ich frage mich, was die Golems dort machen. Ich meine, das sah ja bis dahin eigentlich nach einer ganz normalen... Ja, insofern eine Schattenläuferhöhle normal sein kann. Sah nach einer Schattenläuferhöhle aus. Und da stehen auf einmal irgendwelche Golems rum. Wie geht denn das? Komm schon. Ja,
jetzt ist es taktisch hier. Komm schon. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Oh, deinen Freund zur Hilfe rufen. Das ist ja gemein. Das zählt nicht. Ich höre es rumpeln hinter mir. Komm her. Du feige Sau. So, habe ich den ersten und den zweiten hole ich mir auch. Und für die Golems kriegt man sogar mehr als für den Schattenläufer. Das heißt, ich hätte jetzt quasi auch drei Schattenläufer hier haben können. Das hätte ungefähr genauso viel gebracht an Punkten. Kannst du doch deiner Oma erzählen. Das glaubst du das selber nicht. So haben wir die geschafft. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Okay, Mana-Trank. Ja, toll. Da kämpft man hier gegen irgendwelche Steingolems und da ist nichts in der Höhle. Nichts. Außer Steinen. Ein rostiger Zweihänder. Na super. Dafür hat es sich gelohnt, jetzt herzukommen. Na, mal gucken, was das für ein Amulett ist. Vielleicht ist das ja was. Amulett. Harnisch-Amulett. Schutz, hä? Nö, das ist ja auch irgendwie sinnlos. Ach kommt, lass doch stecken, ey. Wobei vom Goldwert her scheint es ja doch ganz nützlich zu sein. Ne? Na gut, komm. Sind wir mal gnädig. Also was heißt gnädig? Sind wir mal darauf bedacht, dass das irgendwas sein könnte. Oh, ein Dietrich für mich. Das ist aber nett. So, und jetzt wieder raus hier. Wir haben Quests zu erledigen. Wir müssen Waldläufer suchen. Geht doch nicht hier. Geht doch nicht. Okay. Wo gehen wir jetzt lang? Den Berg weiter hoch? Oder... ja. Geht's denn überhaupt weiter hoch? Nee, nicht so wirklich, ne? Gut, dann springen wir in den Tod. Wow! Na sowas. Unser Held kann nicht sterben. Wir können uns nicht selbst umbringen. Okay, von da unten kommen wir. Hier oben ist nichts mehr. Da würde ich sagen, hüpfen wir nach unten. Geronimo! Platsch! Nein! Das gibt's doch nicht. Das Ding ist bloß einen halben Meter tief. Ich werd bescheuert. Jetzt habe ich ja kräftig Leben verloren durch die Scheiße. Na toll. Du wirst mir dafür büßen müssen. Du bist schuld. Komm schon. Und du auch. Mistkröte. So. Okay, aber irgendwo müssen die doch hier sein. Aber schön ist es hier, ne? Sehr idyllisch. Muss man schon sagen. Gut, gehen wir hier weiter. Vielleicht finden wir ja durch Zufall irgendwann noch was, wenn wir einfach nur sinnlos in der Gegend rumstreuen. Aber hier kommen wir nicht mal mehr hoch hiervon. Dann eben unten. Mir war auch so, dass hier irgendwo in der Gegend ein Lager sein muss. Keine Ahnung, wie ich da drauf komme. Ich glaube, wir latschen eher nach Trelis. Nein! Nein, ich glaube, das könnte. Na, wollen wir mal sehen. Erstmal müssen wir den Snapper töten hier. Wir müssen, es ist unsere Pflicht. Unsere heilige Pflicht, den Snapper zu töten. Stirb, arr! Stirb, Höllenbrut, arr! War mal aus Simon the Sorcerer 2. Falls das noch irgendjemand von euch kennt, die meisten sind bestimmt zu jung, um das schon gespielt zu haben mal. War lustig, hat mir gefallen. War der einzige Simon-Teil, den ich jemals hatte. Ich glaube, mittlerweile gibt es auch 50.000 davon. Der erste war, glaube ich, auch gut gewesen. Den hatte ich mal angespielt. War aber nie meiner. Und ich glaube, danach sind sie nur noch schlecht geworden. Okay. Dabei hatte der zweite Simon the Sorcerer-Teil mit einem tierischen Cliffhanger geendet. Da wurde der Simon einfach mal in den Körper des... oder nein, in irgendeinen Blechroboter reintransferiert. Und der Böse, der Sword... hieß der Sword? Ich glaube... der hat sich in den Körper von Simon reintransferiert und war dann quasi inkognito im Körper des Guten. Weiß gar nicht, wie das geendet hat. Hätte mich mal interessiert. Wikipedia weiß das bestimmt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang laufe. Ich mache das einfach auf gut Glück, wie gesagt, ne?